Diese beiden Blister haben wir zum Release von Gewalten der Zeit bekommen. Und ob sich diese Blister lohnt, das schauen wir uns jetzt an. Damit wir uns ein richtiges Bild der Pullrate machen können, öffnen wir nicht nur jeweils ein Blister, sondern jeweils drei von jedem Artwork. Der ein oder andere, oder wahrscheinlich alle von euch, kennen diese Blister. Sie kommen mit jeweils drei Boostern und einer holographischen Promokarte daher. In diesem Fall haben wir einmal Mopex und Pi. Hier haben wir jeweils die beiden Promokarten, einmal Pi und einmal Mopex. Für welches Artwork würdet ihr gehen? Ich finde grundsätzlich die Promokarten aus Karmesin und Purpur sehr, sehr schön, denn das Galaxy Foil ist einfach Zucker. Zusätzlich bekommt ihr zwei Codekarten für die Promokarten und die Booster. Bitte schön, viel, viel Spaß beim Einlösen. Und drei verschiedene Booster-Artworks in jedem Blister. Und oh, das klingt sehr, sehr smooth aus. Und wir gehen zuerst in die Pipi-Booster rein. Und ich finde es immer ganz witzig, das zu vergleichen. Welches Artwork hat eventuell eine bessere Pullrate? Manchmal gibt es wirklich Unterschiede. Ein Pambros Artrare. Oh mein Gott, wie schön mit dem kleinen Pampuli, was hier nicht ganz den Heuballen auf den Dingens bekommt, auf den Strohwagen. Hä, was für ein cooles Artwork. Wir starten direkt rein mit First Booster Magic und ein Miraidon Holo. Das geht ja schon sehr gut los hier. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Release-Start in das neue Set Gewalten der Zeit. Das Top-Trainer-Boxen-Video habt ihr euch ja mit Sicherheit schon angeguckt. Falls nicht, blende ich es euch hier gerne nochmal ein, dass ihr dort hinkommt. Leider nur ein Elfhunden-Hodo. Und ich muss sagen, ich bin jetzt schon Feuer und Flamme für dieses Set. Unfassbar schöne Artworks, unfassbar schöne Pulls. Super viele Chase-Karten, die ich gerne haben möchte. Ob das Packluck uns Holz sein wird, das werden wir sehen. Was für ein kleines, süßes Chillat, was hinterm Fels hervorlugt. Latias Reverse und ein Keilflamme EX. Let's go. Ist schon das zweite, was wir ziehen. Also Keilflamme EX Deck incoming. Wir gehen direkt rein in die nächsten Booster. Ich habe ja gesagt, jeweils drei Varianten habe ich zur Verfügung gestellt bekommen von meinem Partner Battle Bear. Also mein Lieben, falls ihr euch die Blister auch sichern wollt, gerne in die Videobeschreibung gehen. Dort kommt ihr direkt auf einen Link, der euch zum Shop der Bären führt. Und ich bedanke mich natürlich hier fürs Sponsern dieses Videos. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Shoppen. Und ich hoffe, wir haben hier ein bisschen Packluck mitgegeben bekommen. Wobei man das bei den Blistern natürlich nicht beeinflussen kann. Grundsätzlich kann man das natürlich niemals beeinflussen, aber ich weiß nicht, wie findet ihr eigentlich die Blister? Grundsätzlich, mögt ihr Blister? Oh Gott, Chat. Bruh. Chat. Ah! Ich sehe hier etwas! Do you see it too? Oh mein Gott, ich sehe, ey, das, die fallen ja so brut. Seht ihr das? Seht ihr das hier? Diese Kante? Seht ihr diese Kante? Oh mein Gott, jetzt geht's los. Ich sehe, ja, wir haben die Neo-Aufputsch-Energie. Eine Ass-Klasse-Karte. Solange diese Karte an ein Pokémon angelegt ist, liefert sie Spezialenergie. Wenn diese Karte an eine Phase 2 Pokémon angelegt ist, liefert diese Karte jeden Energietyp, aber immer nur zwei Energien. Das ist unfassbar stark. Ist jetzt nicht die Karte, die ich in mein Deck packen würde, aber hast damit zwei Energien, ist schon ziemlich cool. Und die sehen so gut aus. Ich mag die Ass-Klasse-Karten super gerne. Düsselgur und leider nur ein Horrebar. Ja, das war mal ein gutes Blister, oder? Wir haben eine Artware gehabt, wir hatten einen Keilflamme. Und, nee, warte, das war jetzt... Nee, das war jetzt schon... Das ist jetzt das zweite Booster vom zweiten Pi-Blister. So rum. Aber, ich habe gerade den Faden verloren. Mögt ihr Dreier-Pack-Blister? Ich finde das eigentlich immer ziemlich cool. Man kann richtig gutes Glück haben. Oder auch ganz viel Pech. Kommen wir zu den letzten drei Boostern von den Pi-Blistern. Danach gehen wir in die Mopex-Blister rein und gucken, was wir da bekommen. Ich sag, wenn man einen so einen Blister sich kauft und mindestens einen Hit rausbekommt pro Dreier-Booster, das ist auf jeden Fall ein sehr netter Schnitt. Und dann hat sich das auf jeden Fall schon gelohnt. Das Blister eben hat sich auf jeden Fall gelohnt. Gucken wir, ob wir hier noch was rausbekommen. Ein Pfiffchen, was den Mond anheult. Schlick da! Oh, Meltan, auch noch nicht so oft gesehen. Infernoport, Delfinator, Ryoba. Zubiris Reverse, komm, gib uns noch was. Ein Monozyto und Elfhunden Holo. Den haben wir ganz schön oft. Last Booster Magic. Wenn die Blister
nett sind, ist hier jetzt noch ein Hit drin, weil sonst wäre das ein Blister ohne Pull. Sehr, sehr schade, aber wir wollen nicht den Tag vor dem Abend loben. Mein Tanzer, Flunkiefer, Bronzong, Energiekapsel, sehr, sehr gut in Kombination mit Koraidon. Pico Chiller, komm schon, gib uns eine Adria. Nein, gib uns eine Full Art. Oh. Okay, gehen wir jetzt in die Mopex Blister rein. Auch richtig. Ich liebe dieses Galaxy Foil. Ich weiß nicht, wie oft ich das nur sagen soll. Ich werde es jedes Mal sagen, wenn wir diese Galaxy Foil sehen. Ich liebe dieses Galaxy Foil. Ich finde es schöner als die aus Sonne und Mond und Schwert und Schild. Bitte ändert es nie wieder. Welches ist eure Favoriten-Promo? Würdet ihr eher für Pi gehen oder für Mopex? Lasst es mich gerne wissen. Und wie gesagt, allgemein eure Meinung gerne über die Dreier-Blister. Ich finde, das ist eine schöne Sache. Kosten in der Regel nicht so viel, sind gut erschwinglich, sind ein schönes Geschenk vielleicht auch. Ist definitiv nichts, was man falsch machen kann. Zweites Booster aus dem ersten Mopex-Blister. Ich möchte hier heute schreien. Ich nehme dieses Video hier in Herrgottsfrüh auf. Ich möchte hier das Haus wach jubeln, indem wir was Schönes ziehen. Wir haben ein Wuffels und ein Carpels in Reverse. Quarry Giraffe EX. Eine sehr brutale Karte. Sehr, sehr cool. Mag ich. Ich liebe die Terra-Kristall-Karten. Windewoge. Eine Alternative wäre jetzt ganz nett. Gerne auch das Windewoge. Wobei ich Furienblitz auch schön finde. Und also alle Alternativen. Oh, Motinee haben wir auch noch nicht gesehen. Alle alternativen Karten in diesem Set sind wirklich, boah, Zucker. Wirklich wunderschöne Karten und auch sehr, sehr spielstarke Karten. Ein allgemein sehr starkes Set zum Spielen. Und ja, ich hoffe wirklich, dass wir in diesem Set oder mit diesem Set einige schöne Karten bekommen. Delfinator, Brühlschweif, schweres Staffelholz, Schlobleck, Wommel. Also bisher gönnt Mopex gar nicht. Windewoge, come on, ich spüre es. Irgendein Banger-Hit. Ich habe das Gefühl, wir bekommen hier nicht mehr so viel raus. Ein Hit noch, dafür vielleicht ein absolut Most Wanted Hit. Verpackte Bestellung. Besser ist das, wenn man was bestellt, dass es verpackt ist. Wolverock und ein Koraidon EX. Yes, sehr, sehr gut fürs Koraidon-Deck. Bisher ist die Ausbeute ein bisschen mau, kann man das so sagen. Pampuli, Nebula, come on. Gib uns was Gutes. Ich möchte eine Alternative sehen. Die haben wir nämlich noch nicht gesehen. Eisenhand, außer Jens natürlich, aber Pikachu in Reverse. Come on, the Full Art. Nein, nein. Okay. Last Blister Magic. Die letzten drei Booster. Also, Mopex. Bisher bin ich sehr enttäuscht. Also eine Ass-Klasse wäre natürlich noch sehr nett. Ich gehe gern für den Meisterball. Der ist sehr, sehr spielstark. Salvatore. Monte Carlo. Nicht mal eine Artware bekommen wir hier. Und auch keine Full Art. Ich glaube, mir wurden die falschen Blister eingepackt. Die Hits sind alle noch woanders. Aber ich gebe nicht auf. Wir werden übrigens hier extrem viel von dem neuen Set öffnen. Genauso wie einen Livestream. Wobei ich da natürlich noch nicht so richtig weiß, ob auf YouTube oder Twitch. Pikachu Reverse again. Und komm und gib uns eine. Okay. Jalapeno X. Immerhin ein Hit. Hier jetzt. Eisenhaupt. Eine Full Art. Eisenhaupt Full Art. Das wär's. Irgendetwas. Oh, die Alternative von Eisenhaupt ist leider auch nicht. Okay, Last Booster Magic. Bekommen wir hier noch etwas? Oder gehen wir leer aus? Das Vollmetalllabor. Golgantis. Belzhingabe. Komm bitte jetzt! Ja. Und